Hallo, lieben Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Sportpsychologe. Ja, heute reden wir über die Frage, dass jemand, eigentlich so ein Freund aus Kindertagen, eigentlich seit Urzeiten Freundschaft Plus hatte, immer wieder, hin und her, und jetzt in der richtigen Beziehung, braucht das noch irgendwie einen Abschluss? Wie geht man damit um überhaupt? Wie kann man das einordnen? Haben wir viele so dauerhafte, dann ist man wieder zusammen, dann wieder auseinander und ich weiß nicht, was alles. Im Hintergrund wird mein Klavier gestimmt, also es ist in ganz anderem Raum, aber das ist irgendwie, ja, das wird jetzt unser Hintergrund sein, vielleicht hört ihr es auch gar nicht, ich weiß nicht. Aber das Allerwichtigste ist natürlich, bis Sonntag gibt es den Black Week Code hier bei uns bei Liebeship für alle Kurse, auch kurz Kombinationen, kannst du auch mehrfach benutzen. Black Week 25 für 25%, ganz einfach eigentlich. Also eine Nachricht von Katja Letschkola und sie schreibt, hallo Christian, ich bin kürzlich durch deine Videos zu Seven vs. Wild auf deinen Kanal und deine Arbeit gestoßen. Aus Neugier habe ich dann einige deiner anderen Videos zum Thema Dating und Beziehung angeschaut und kann sehr viel damit anfangen. Ja, erstmal herzlich willkommen. Sind ja einige neue hier. Mich würde deine Perspektive und fachliche Einordnung zu einer Freundschaft, die mein Leben lang war, sehr interessieren. Könnt übrigens auch solche Fragen stellen über das Kontaktformular auf liebeship.de. Kurz zu mir, damit ich besser einschätzen kannst. Ich bin Ende 20 und ohne Vater aufgewachsen. Meine Mutter war in meiner Kindheit oft sehr instabil, was natürlich als Alleinerziehende nachvollziehbar ist. Allerdings resultierte dieses Gesamtpaket bei mir in einer Bindungsangst und fehlender Selbstliebe, wodurch ich oft in Schwierigkeiten hatte, im Dating emotional verfügbare Personen für mich rauszusuchen. Ja, können wir uns alles vorstellen, glaube ich. Nach viel Reflexion und Arbeit an mir befinde ich mich mittlerweile in einer glücklichen vierjährigen Beziehung auf Augenhöhe, in der ich sein kann, wie ich bin. Ja, das kann ich auch schon gleich sagen, 4 Jahre stabile Beziehung und man hatte vorher volatile, womöglich liebessüchtige Beziehungen. Das ist auch eine gewisse Arbeit, das so auszuhalten, sag ich mal, da drin zu bleiben und dann nicht doch wieder so in Richtung Toxi-Toxi zu gehen. Ich hoffe, das kommt jetzt hier nicht. Nun zu meiner eigentlichen Frage. Den besagten Freund kenne ich bereits aus Kindergartentagen. Wir sind seit 14 Jahren miteinander befreundet, wobei wir in der Teenagerzeit Gefühle füreinander hatten und einige Monate eine Beziehung führten. Diese ging von ihm aus, wurde aber auch von ihm beendet. Nach dem Aus der kurzen Beziehung befanden wir uns eigentlich jahrelang in einem Hin und Her zwischen Freundschaft Plus und Freundschaft. Da ist erstmal nichts gegen einzuwenden, weil die Frage bei dir ist halt immer, mit so einem nicht vorhandenen Vater, ob du sozusagen so einer männlichen Bezugsperson da hinterherläufst, beziehungsweise unbewusst wieder in so einem Wiederholungszwang, sag ich mal, sowas kreierst, wo du jemandem hinterherlaufen musst, wobei du ja auch Männer daten könntest, weißt du natürlich heute, wo man nicht hinterherlaufen muss, aber das ist ja dieses Verrückte, dass man das dann immer reinszeniert. Hierbei war aber immer er derjenige, der bestimmt, ob wir was miteinander hatten oder nicht. Falls ihr euch übrigens fragt, warum muss ich gerade jetzt das Video machen, dieses Klavierstimmen, dauert 4 Stunden, ne? Kann das mir auch nicht vorstellen, aber muss ein harter Job sein. Gut, die ganze Zeit lief dieses typische ungesunde Spiel von Ablehnung und Anziehung, da ich immer noch ein wenig Hoffnung hatte, dass er irgendwann schon erkennen wird, wie toll ich bin. Habe ich das jahrelang mitgemacht, damals fand ich das auch sehr aufregend, das war wie eine Sucht. Ja, wer bei mir länger ist, der weiß, das ist genau, was wir nicht haben wollen. Suchtartige, liebessüchtige Beziehungen, da wollen wir auch nie wieder hin zurück, die wollen wir hinter uns lassen, weil das macht nur unglücklich, wie jede Sucht eigentlich im Grunde genommen. Das sollte man nicht unterschätzen, das ist genauso, meiner Ansicht nach genauso schlimm wie stoffliche Süchte. Damals in meinen Teenagerjahren hatte ich noch keine Ahnung, dass sowas mit Selbstwert- und Bindungsängsten zu tun hat. Ja, aber auch mit einfach, vielleicht hast du auch Drama in deiner Kindheit, so eine Drama-Addiction, man fokussiert sich so aufs Dopamin und fokussiert sich mehr aufs Gefühl, diesen kurzen Schuss, den man kriegt, wenn ein nicht verfügbarer Partner kurz für einen Tag mal verfügbar wird oder für einen Abend nur oder für einen Sex bei Lidl auf einem Parkplatz irgendwie, da fokussiert man sich drauf, anstatt auf Menschen, die einem wirklich gut tun, so, ne? Das ist halt immer das Problem. Aber hat natürlich auch mit Selbstwert. Man kann das auch genauso aufziehen mit Selbstwert, man kann es auch genauso aufziehen mit Bindungsängsten, das ist alles möglich. Man muss dazu wissen, dass er eine sehr dominante Person mit sehr viel Charisma ist und eine hohe Anziehungskraft hat auf mich und auf andere. Mittlerweile, ja, vielleicht ist er einfach sehr polar, ne? Aber ja. Mittlerweile denke ich, dass er in Richtung eines Narzissten tendieren könnte, glaube aber nicht, dass er davon weiß, was sich jemals darüber Gedanken gemacht hat.
Ja, auch das ist ein Begriff, den wir hier versuchen zu vermeiden. Ich denke, mit Charisma und hoher Anziehung wissen wir schon, was gemeint ist. In den letzten Jahren hatten wir nichts mehr miteinander. Die Freundschaft war eigentlich schön, jedoch spielten sich hier auch ähnliche Muster ab wie früher. Er bestimmt über Nähe und Distanz, also auch so ein Machtgefälle, ne? War emotional unzugänglich und kalt und zeigte auf keine Empathie. Ja, das ist genau, was wir nicht wollen hier auf Liebeschiff, ne? Romantische Gefühle waren zu diesem Zeitpunkt kein Thema mehr, nachdem wir beide in der gleichen Stadt gearbeitet hatten, weggezogen sind. Ich habe mich immer mehr begonnen, von ihm zu distanzieren, damit Dinge aufgefallen sind, die mich gut getan haben. Möchte mich auch mit anderen Menschen umgeben. So, jetzt frage ich mich, und ich frage mich wirklich, wie kommst du auf diese Frage, ey? Ob ich mich mit ihm ein klärendes Gespräch führen soll? Nein, 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 nein. Nein. Weißt du, wer das sagt? Das ist deine liebessüchtige, oder prüf das mal, ich will jetzt nicht sagen, dass es so ist. Also prüf mal, ob es nicht deine liebessüchtige innere Stimme ist, die sich vielleicht noch ein bisschen Drama sehnt, nach 4 Jahren stabile Beziehung. Nee, wenn du Action haben willst, dann geh, weiß ich nicht, geh U-Bahn fahren in Frankfurt oder auf den Eisbach in München oder versuch in Mitte, Berlin-Mitte auf deutschen Kaffee zu bestellen, ich weiß nicht was. Such dir das Abenteuer da, aber red nicht mit so einem Typen, der dir nicht gut getan hat. Wie wird das enden? Du wirst wieder, er wird wieder charismatisch sein, du wirst wieder irgendeine komische Anziehung verspüren, das wird dir damit nicht gut gehen. Lass es einfach. Der Typ ist, das ist tot für dich, fertig, lass es. Ich würde auch dir ein bisschen abraten. Ich verstehe schon, dass das jetzt ein bisschen anders ist als viele andere Geschichten, dass ihr auch wirklich befreundet wart lange, aber das ist leider, wenn du wirklich danach mal so eine Addiction hattest, sollte man eigentlich auf null Kontakt gehen, so, ne? Für dich, nicht gegen ihn, sondern für dich, ne? Ja, also ich fühle mich in solchen Gesprächen dann oft nicht auf Augenhöhe. Ist genau anders. Eigentlich finde ich, das gehört dazu. Leute, lasst euch nicht von dieser inneren Stimme sagen, ich muss noch ein Abschlussgespräch führen. Diese Abschlussgespräche sind oft das Schlimmste überhaupt. Da kommt oft nur Müll bei raus, ne? Wirklich. Warum so ein Risiko eingehen? Das ist ein bisschen wie verbundenen Augen über die Autobahn gehen. Also es, wie gesagt, oder ihr versucht in der Großstadt einen Kaffee zu bestellen mit echter Milch. Also wie gesagt, wenn du auf Abenteuer stehst, mach sowas, aber nee. So, momentan, ich fühle mich nicht auf Augenhöhe, er ist in Gesprächen oft verschlossen und lässt niemanden an sich ran. Momentan sucht er ab und zu wieder Kontakt. Ja, weil sein schwarzes Notizbuch gerade leer ist. Also ich darf er ja auch, aber das ist glaube ich nichts Gutes für dich so, ne? Ich gehe jedes Mal Panik und will mich am besten unter der Decke verkriechen, wenn so eine Nachricht kommt. Weißt du was? Du musst doch sowas nicht antworten, weil wenn es dir nicht gut tut, du kannst ihn auch einfach, du musst ihn auch nicht blocken, du kannst ihn auf WhatsApp, gibt da so eine Sache jetzt, dass du so Chats wegsperren kannst mit einem Passwort, siehst du nie wieder, hast ihn auch nicht geblockt und er schreibt einfach ins Leere, so kann er machen. Wertschätze dein ruhiges Leben, wie gesagt, such dir das Abenteuer woanders, aber das würde ich nicht machen, ne? Es ist nicht wert. Muss echt aufpassen, ne? Wirklich. Ne? So möchte ich nicht, dass es weitergeht. Ich habe das Gefühl, dass da auch noch viel mehr brodelt und ich habe Angst, etwas zu verdrängen. Ja, aber bei Liebessucht, das ist ganz wichtig. Das ist nicht so wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob, was weiß ich, mit diesem ganzen Verdrängen, das sowieso, das ist auch so outdated, dieses ganze frühzeitig tiefenpsychologische, sag ich mal, jetzt nicht Tiefenpsychologie an sich, aber dieses so, ja, das ist verdrängend, das verdrängt, das ist ja, es wird gar nicht so viel in der Psyche verdrängt, wie man meint, manchmal natürlich schon, aber nein, das ist einfach, ich denke, das ist wieder diese Sucht, die hässlichen Kopf da zeigt irgendwie und irgendwie dir reinreden will, du musst nicht in Kontakt gehen, so, ne, was willst du denn da verdrängt haben, dass das doch ein ganz toller Typ ist, also bei Liebessucht und Liebeskummer wollen wir eben solche Sachen nicht machen. Ich probiere es mal aus, wie es ist, den zu treffen. Oder ich denke mal ganz viel drüber nach, ob, als er mich da vor 3 Jahren geblockt hat, warum er das denn gemacht hat. Also dieses ganze Nachdenken über liebessüchtige Beziehungen ist ein ganz großer Teil der Liebessucht selber. So, ne? Nee. Ne.
Ich hatte das auch mal gesprochen, dass Gehirn sich auf Klarheit wünscht in solchen Situationen, ja, gerade nach toxischen Beziehungen. Die wird es aber nie geben, die Klarheit. Und man sich fragt, warum ist dieser Mensch so kalt? Ja, weiß ich nicht. Warum ist dieser Mensch so unempathisch? Uninteressant. Guckt nach vorne, Leute. Meine Arbeit ist eine Zukunftsarbeit. Ich bin echt überhaupt kein Vergangenheitsfan. Ne? Aber manchmal diese einfach nicht hinbekommt. Daran muss ich auch denken. Mir fehlt aber die Klarheit. Hier wäre ja ein klarer Cut der Beziehung die beste Lösung. Ja. Ohne Abschlussgespräch. Vielen Dank für deine Arbeit. Herzliche Grüße, Anatoliv Kolotschkala. Ja, in diesem Sinne, wenn ihr Fragen habt, auch zu Kursen, wir stehen hier bereit, schreiben, beantworten Tag und Nacht E-Mails. Kommt gerne dazu. Wenn du neu bist, schau dir gerne mal eine Bewertung an auf Google. Makellos, fast makellos. Und ja, hab mal Vertrauen in meine Arbeit und lass dich ein bisschen, lass dich ein bisschen inspirieren, würde ich sagen. Ne? Nutz den Code und vielleicht sehen wir uns heute auf der Lesung in Berlin oder am Freitag in Hamburg auf der Liebische Party.